Hallo und willkommen zurück zu Raw und Unverblümt. Heute mal in einer kleinen Spezialfolge. Und zwar ist mein Kollege, der Benny, vertritt gerade den Carsten Schäfer bei Raw und kommentiert dementsprechend besser, will ich hoffen. Und habe ich mir gedacht, mache ich mal ein kleines Interview mit einem waschechten Wrestling-Fan. Und zwar habe ich hier den... Marc. Hallo Marc. Hallo. Wie geht's dir? Ganz gut. Ja, ich bin übrigens... Ich freue mich, hier im Internet zu sein. Meine Mama, die hat gesagt, ich habe Talent. Die also, steht da übrigens. Mama, hallo. Hallo, Max, Mama. Versteht man mich? Ja, du brauchst, glaube ich, nicht so zu schreien. Okay. Die Kamera ist übrigens da. Ja, da ist auch, ja, die genau da. Da habt ihr aber ganz schön aufgerüstet. Mensch. Ja. Wir scheuen keine Kosten und Mühen. Ne? So, ja, ich freue mich, dass du da bist. Ich auch. Ja, dass du den Weg hierher gefunden hast. Ganz alleine. Ich denke, und deine Mama, die ist mit der Bahn gekommen, oder was? Nein, ich habe das Navigationssystem eingegeben. Ach so, ja. Du hast eingegeben, Mama ist gefahren. Richtig, darf doch noch nicht fahren. Ja, beziehungsweise wahrscheinlich nie. Aber egal. Okay, ja, mal abwarten, ne? So, können wir anfangen? Yes, yes, yes! Okay, also es sind nur ein paar Fragen. Erste Frage, wer ist denn dein Lieblingswrestler? John Cena. John Cena! So, das muss lauter sein. John Cena! John Cena! John Cena. Okay. Geht's? Ja. Bitteschön! Kann ich weitermachen? Ich fahre fort. Okay. Seit wann bist du denn Wrestling-Fan? Schon immer. Schon immer. Und seit, ganz besonders, seitdem John Cena bei Hannah Montana war. Der war bei Hannah Montana. Der war bei Hannah Montana und hat den Bruder von Hannah Montana mit einem Attitude Adjustment Man auf die Couch geworfen. Und seitdem habe ich mir gedacht, der ist cool. Weil wer bei Hannah Montana auftritt, ist cool. Ja, ne, Mama? Wie nickt, guck. Okay. Ja. Das sind natürlich beste Voraussetzungen, um Wrestler zu werden, bei Hannah Montana aufzutreten. Natürlich. Aber es ist schön, dass du das da gesehen hast. Ja. Ich habe den Disney Channel zu Hause auf 1. Danach Tele 5. Und dann ProSieben Max. Gut. Hast du schon mal einen Wrestler getroffen, so in echt? Nö. Nee, nicht mal Nein. John Cena oder so gesehen. Würde ich gern, aber John Cena kann man nicht sehen. Ne? Ja, okay. Guckst du regelmäßig unsere Sendung Raw und Unverblümt? Ja, ich versuch's, aber das ist zu lang. Wieso? Wie zu lang? Ich darf nur täglich 15 Minuten ins Internet und ihr seid immer viel länger als 15 Minuten. Ja. Meine Mama sagt auch, das ist zu lang. Deswegen ist sie auch mitgefahren. Wollt ihr euch mal sagen, dass das viel zu lang ist hier mit eurer Wrestling-Show? Gut, dann, ich spreche nachher mit Marks Mama und wir versuchen... uns zusammenzureißen. Hast du uns denn schon abonniert auf YouTube? Nö. Nicht? Nö. Ist aber sehr schade. Hast du es noch vor? Vielleicht. Schade. Gut. Ich abonniere nichts, was nicht offiziell von WWE ist. Tja. Da arbeiten wir dran. Yes, yes. So, eine Frage habe ich noch, Marc. Kann ich die stellen? Yes, 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 yes. Hat noch nie besser gepasst als jetzt. Okay. Was sagst du eigentlich dazu, dass Wrestling fake ist? Also unecht. Geschauspielert, so. Wie? Wie? Ja. Wie? Das ist halt nicht echt so. Mama, das Wrestling ist nicht echt.
ja, das war's dann für heute hier. Wir sehen uns beim nächsten Raw und Unverblümt. Tschö, tschö. Sich gerade vollgesabbert. Ja, ein bisschen.